So, guten Tag, meine Freunde. Der Marc hat mich gebeten, nochmal was auf seinem Channel aufzumachen. Und hier bin ich mit einem Secret Lair Drop. Our show is on Friday. Can you make it? Ich habe ja schon das ein oder andere Secret Lair aufgemacht. Da ich angefangen habe, mit dem ersten Secret Lair, was ich mir gekauft habe, ein Commander Deck zu basteln mit dem Mimeoplasm. Habt ihr auf dem Channel ja auch schon gesehen. Und jetzt mache ich so einen Quatsch, dass ich jede Karte, die ich da drin spiele oder gut spielen kann, mir als Secret Lair hole. In Non-Foil. Also die Foils, da lasse ich die Finger von. Jetzt mache ich das hier wahrscheinlich wieder kaputt. Nicht kaputt. Und hier sind drei Karten drin, die ich spiele. Und das Artwork ist super fancy, spricht mich ziemlich an. Muss ich wirklich sagen. Die Karten sind bekannt, deswegen muss ich dazu, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Die sind ja alle im Internet zu sehen. Die Karte hier kommt wie immer zum Schluss. Jetzt muss ich den Quatsch hier noch aufmachen, ohne irgendwie irgendwas kaputt zu machen. Auch das gelingt. Geht los mit dem Wrath of God. Bei weitem nicht so abgefahren wie die Bob Ross Länder, aber auch sehr fancy die Karten. Und jetzt sieht man das, dieses die Mana-Symbole. Ist das Off-Center? Ich weiß es nicht. Das ist Preordain. Das ist so fancy. Ich feiere diese Karte einfach. Ich weiß gar nicht, wo das Mana, was die kostet, wo das ist. Ich finde es nicht. Also hier ist der Text. Das. Ja, Freunde, schreibt jetzt in die Kommentare, wo die Mana-Kosten dieser Karte sind. Ich glaube, das Wassersymbol auf der Stirn der abgefahrenen Visage. Die brauche ich für mein Deck. Die Cree of Pain. Auch ganz cool. Ich weiß gar nicht, sind die eigentlich alle vom gleichen Künstler? Ne? Die sind wild durchgemischt. Ein bisschen unterschiedlich vom Style. Hier sind da oben zumindest im Moment Mana-Kosten. Sehr geil. Brauche ich auch für mein Deck. Das Gamble brauche ich nicht. Das gefällt mir auch irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht. Ich bin ganz froh drum, dass ich die Karten nicht spiele. Das Wrath of God finde ich auch nicht so schön. Das Gamble brauche ich nicht. Ist aber. Weiß nicht, der zieht da so einen komischen Kristall aus der Wand. Wie er es mag. Und das Nature's Lore ist auch richtig nice. Muss ich echt sagen, so diese verschnörkelte Schrift und so. Schon ganz schick. Aber wie gesagt, die Karten sollten alle bekannt sein. Bei dem Wrath of Gods finde ich tatsächlich, dass das ein bisschen aussieht, als wäre das Off-Center. Brauche ich nicht. Und die letzte Karte ist hier die Ruska wahrscheinlich wie immer. Nee, es ist Arlene Voice of the Pact. Ja, wird Zeit für ein Gewinnspiel. Ich bin raus, hat Spaß gemacht. Die packe ich jetzt gleich in mein Deck. Ich kann sie nicht auf MKM stellen, weil sie irgendwie noch gar nicht da zu finden sind. Aber gut, schöne Karten. Echt schöne Karten. Tschüss, Freunde.